Ich bin's Anja von Kreativrose und ich habe wieder ein neues Unboxing, wieder Sophie und Toffee. Ich glaube, ich bombardiere euch jetzt im Moment, weil im Moment läuft es, glaube ich, ganz gut, dass die Boxen kommen. Wir haben Mai, das ist die Mai-Box, also pünktlich. Es scheint auch in Corona-Zeiten langsam wieder Normalität einzutreffen, vorzukommen, was weiß ich. Ja, es ist die Mai-Box. Ich würde sagen, wir packen einfach zusammen aus. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ich meine mich nur von dem letzten Unboxing zu erinnern, dass es, glaube ich, um Bubble Tea ging, weil ich das relativ eklig fand. Also ich mag diese Dinger nicht, die da in dem Bubble Tea drin sind. Aber mehr kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Die Box ist die gleiche, nur eine andere Farbe. Die Farbe ist so ein Mintgrün. Mintgrün, Türkis, ja, ein bisschen undefiniert. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein in die Box. Ihr wisst, alle Informationen findet ihr auch zu dieser Box auf meinem Blog beziehungsweise in der Infobox. Und vergesst einfach nicht, da reinzuschauen. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, Bubble Tea. Bubble Tea Coffee. Kaffee. Ja, also es ist die Mai Elfsbox, hatte ich ja gerade schon gesagt. Die Standardsachen. Gar kein. Ach, bestimmt, weil die anderen. Weil normalerweise findet ihr ja auf dieser nächsten Seite gleich den Kreativkontest. Und ich glaube, der Kreativkontest, der ist, glaube ich, jetzt ein bisschen verschoben worden, weil die anderen Boxen ja irgendwie alle erst nach und nach eingetrudelt sind. Also die bei mir kamen ja. Ich glaube, die April und die März, die kamen ja fast gleichzeitig. Und die hier kam super, super, super schnell. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Mitteilung bekommen habe, dass es versendet wurde. Auf jeden Fall haben wir hier den Kreativ-Contest. Der ist hier nicht mit drin, aber halt die normalen Informationen. Das andere überblättern wir alles schön, was da drin war. Und es gibt wieder Instruktionen. Das ist schön. Und ansonsten gibt es halt wie standardmäßig hinten drin, wer 10% Rabatt bei seiner nächsten Bestellung haben möchte. Diesen Code verlinke ich euch in der Infobox. Und das nächste Thema der Box ist Gummilicious. Das ist ja cool. Ich denke so ein bisschen an Gummibärchen. Das finde ich ein schönes Thema, da freue ich mich schon drauf. Ja, ansonsten schauen wir mal rein. Ich sag wieder was dazu. Was ist Premium? Was ist regulär? Ja, hier sind schon mal. Fangen wir mal damit gleich an. Diese Bubble Tea Perlen nenne ich das jetzt mal. Das ist genau das, weswegen ich das nicht trinke, weil ich diese Dinger eklig finde. Ich muss aber dazu sagen, ich trinke auch keinen Saft mit Fruchtfleisch, also von daher weiß ich nicht, bin da auch kein Maßstab. Das ist übrigens ein reguläres Produkt. Das sind relativ viele, steht aber auch nicht dabei, wie viele da drin sind. Was ist denn das? Also es gibt hier so ein kleines, gehört es zusammen? Also es gibt einen kleinen Miniatur, Bubble Tea, ich nenne es jetzt mal Charm mit kleinem Strohhalm. Das kriegt man, glaube ich, selber gar nie so gegossen, das ist regulär. Und dann gibt es, das ist ja cool, so einen kleinen, also... Da ist halt eine Gabel drin und ein Messer und hier ist so ein Eisbecher. Das ist so ein Schokomilchshakebecher, also generell ein Milchshakebecher im Weinglas. Das ist ja cool. Also so eine Essensteile. Also ich nenne es jetzt mal Essenscharms. Das sind beides reguläre Produkte. Was ist aber denn noch? Die Dinger sind... Ach, ich liebe diese Dinger. Dann haben wir, ich glaube, das hier sollen die Eiswürfel sein. Die sind regulär.
Das ist Crushed Eis, glaube ich, denke ich. Auch das ist regulär. Was haben wir hier? Ah, so eine, wie heißen die dann hier? So eine Spritztüllen. Wo passen die dann überall drauf? Ja. Wer jetzt Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, was auch immer für eine Sprache spricht, der könnte mir jetzt sagen, was hier steht. Ich weiß es nicht, aber wir haben ja ein schlaues Heft. Whip Cream Nozzles. Also das sind Whip Cream, aber wir haben noch gar keine Whip Cream dabei, oder? Also es ist auf jeden Fall für diese... Ich habe das hier liegen. Meine habe ich mittlerweile so zu. Kennt ihr diese Dinger hier? Wo man diese... Also Fake-Sahne, würde ich jetzt sagen, heißt das Whip Cream. Damit kann man die halt spritzen, aber ich habe noch nie so eine kleine gesehen. Vielleicht ist ja hier noch eine kleine mit drin. Das ist auf jeden Fall ein Premium-Item und es kommt original aus Japan. Also wer Japanisch kann, der kann mir das dann übersetzen. Dann haben wir, das soll Zucker sein, feiner Zucker. Ja. Ich weiß zwar nicht wofür, aber feiner Zucker soll das sein. Dann haben wir hier nochmal, das soll grober Zucker sein. Also es knistert auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir, das sind beides übrigens reguläre Produkte gewesen, Polymer Clay, also Clay Food. Das sind hier diese kleinen dünnen Scheibchen, die man zur Deko, zum Füllen von Shakern und so weiter und so fort benutzen kann. Regulär. Meine Frösche. Dann haben wir Pigment, zweimal. Transparent Clear Braun. Ja, die Farbe kann man jetzt nicht so richtig erkennen. Und Gelb auch. Transparent. Also klar, also das ist dann im Prinzip so ein bisschen transluzent. Achso, da muss noch ein drittes sein. Das ist auch dann sozusagen transluzent. Also transparent ist ja nicht ganz richtig, weil es ist ja trotzdem, also es scheint halt nur so ein bisschen wie die Farbe. Und das ist weiß. Also drei Farbpigmente. Und das ist auch ein reguläres Produkt. Meine Fresse ist da viel drin. Dann haben wir, das ist das UV-Resin von Sophie & Toffee extra für Silikonmolds, was nicht so zusammenschrumpft. Das ist auch ein reguläres Produkt. Dann haben wir hier lauter Molds. Die packe ich jetzt erstmal noch nicht aus. Das sind, glaube ich, hier, das sind Strohhalme und das sind, glaube ich, diese Bubble Tea. Ja, ich glaube, das sind diese Bubble Tea Gläser. Würde ich sagen. Ja, also würde ich schon sagen, dass die das sind. Das ist auch regulär. Was ist das? Kreise. Pancake Mold. Ja, Kreise. Mit Ring, also mit Außenring und ohne. Ich wusste gar nicht, dass man Pancakes in verschiedenen Größen machen muss. Aber gut. Das ist eine Pancake-Mold. Tja. Ich hätte noch eine andere Idee damit. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Kennt ihr nämlich diese Reagenzgläser? Vielleicht kann man die damit verschließen. Dass man dann daraus einen Shaker machen kann. Das wäre natürlich cool. Dann haben wir hier ein Designfilm. Ich hoffe, ihr könnt das alles so sehen. Parfüm, Sweet Orange, Strawberry, Lavendel, Parfüm. Also das sind so eine kleinen Etiketten.
Ach, die sollen passend zu dem Kaffee-Thema sein. Die sind auch alle so ein bisschen auf Vintage gemacht, finde ich. Die sind schön. Die sind echt schön. Und das ist, glaube ich, eine Folie, ne? So, das ist ein Premium-Item. Und dann haben wir White Color Art Resin. Das ist auch ein Premium-Produkt. Original aus Japan oder Made in Japan, steht zumindest drauf. Color Art Resin. Also ich denke mal, das ist einfach nur eingefärbtes Resin. Oder ist das, wartet mal. Ich habe ja hier gerade die Beschreibung. Und in der Beschreibung steht halt Whipped Cream. Man soll die Verschlüsse auf das hier draufsetzen und das öffnen. Ach so, und dann kann man kann, also ich denke mal, das wird ganz dickflüssiges UV-Harz sein. Colored Art UV LED Resin, Art Resin. Also ich denke, das wird ein bisschen dickflüssiger sein, dass man halt diese Sahnehäubchen drauf machen kann, denke ich. Ansonsten steht halt wieder eine typische Beschreibung drin. Dadurch, dass diesmal kein Epoxidharz mit drin ist, stehen auch keine Mengenangaben mit drin. Da muss man sich dann, glaube ich, einfach mal ein bisschen durchtesten, gerade bei diesen Molds mit dem Bubble Tea. Ja, ansonsten leer. Huch, Kopf im Weg. Also ansonsten ist es leer. Es ist mega viel drin für. Ich krieg das jetzt mal hier so hin. Für regulär. Also wenn man sich jetzt mal so anguckt, da sind. Das hier ist alles. Das ist alles. Oh Gott, oh Gott. Hört gar nicht auf. Das ist alles. Regulär? Oh Gott, ist noch mehr regulär. Regulär, regulär, regulär. Das ist alles regulär. Und das hier. Das, das, das. Die drei Sachen sind Premium. Jo. Da ich nicht weiß, ob das so gut ist, wie es sich liest, sagen wir das mal so, will ich mir gar kein Urteil darüber erlauben, ob das jetzt den Preis rechtfertigt oder nicht. Aber ich würde es gerne ausprobieren, weil ich liebe diese Fake-Sahnehäubchen. Ich finde die so cool. Und ja, das war auf jeden Fall mein Unboxing. Mein Unboxing zum Bubble Tea Kaffee. Ja, also sind schöne Sachen dabei. Viel, ich sage jetzt mal Kleinzeug. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, was an dem bei dem Geschirr dabei ist. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, so einen Plan habe ich ja dafür noch nicht, weil ich für so Essenszeug noch nichts. Also bis auf, dass ich schon mal Cocktails gemacht habe. Und letztes Jahr, ich glaube genau vor einem Jahr, kam die Sakura Latte Box. Da habe ich sonst ehrlich gesagt noch nicht so wirklich viel mit Essen oder Essensminiaturen, Nachbauten rumhantiert. Von daher, ja, habe ich. Also ich habe keinen Plan. Ich probiere es einfach aus und lasst euch dann auf jeden Fall zuschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, viel Spaß und bis bald. Ciao.